Herzklopfen auf Tour. Und ich bin mal gespannt, wen ich alles so kennenlerne und bei wem das Herz klopft. It may take some time to read between those lines that I once wrote down for you. As I walked on by, got my head. Wandern soll der Herzgesundheit ja sehr zuträglich sein. Und ob das auf einer 24-Stunden-Wanderung ebenfalls der Fall ist, wollen wir zusammen mit 444 Studienteilnehmern in der Alpenwelt Karwendel rausfinden. Ganz nebenbei richten wir unseren diagnostischen Blick dann auch darauf, wofür Herzen beim Wandern so schlagen. Um kampfbereit oder überhaupt aktiv sein zu können, benötigt unser Körper in Maßen Adrenalin. Es erhöht Herzschlag, Herzfrequenz und den Blutdruck. Lass dein Herz pochen! Mein Herz wird jetzt tierisch in Wallung geraten, weil ich muss jetzt hier über diesen Wahnsinns... Egal was jetzt passiert, halte drauf! Ein Herz für eine Kuh! Der ganze Organismus wird wacher und wesentlich leistungsbereiter. Wer also 24 Stunden wandern will, braucht demnach Adrenalin. Das kann ich nicht. Das wird nicht. Ein bisschen lebendiger sehe ich noch aus. Am gesündesten ist hierbei ein Gleichgewicht zwischen Adrenalinrauschen und Gebirgsbachruhe. Mein Herz pocht für die Natur hier. Wunderschön an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Laut einer Studie der Londoner Brunel Uni steigert Musik die Ausdauer. Sie lässt uns Anstrengungen einfach weniger spüren. Was bringt dein Herz zum Pochen? Ja, laufen. Eine entsprechende Schlagzahl in der Minute jedoch vorausgesetzt. Und auch nur bei Popmusik. Also dann. Oh yeah, love, drugs and rock and roll. Nur mit dem Alkohol ein kleines bisschen aufpassen, denn zu viel gibt neue Kraft. Nee, sondern kann zu dauerhaft hohem Bluthochdruck führen. Mein Herz schlägt für ein eiskaltes, großes Hefeweizen. Besser auf Touren bringt dich dann ganz besonders in der Nacht dieses alte Hausmittel. Das ist dieser Kaffee, ja? Und boah. Aufgrund des sinkenden Sauerstoffgehaltes muss unser Herz übrigens ab Höhen von ca. 2500 Metern eine wesentlich höhere Pumpleistung erbringen. Sag mal, warum pocht denn dein Herz? Der erste Anstieg. Fühl dein Herz schlagen! So, letzter Anstieg für die Tagesroute und kein Problem, denn ich habe die Kraft der zwei Herzen. Dum, dum. Unser Herz schlägt für den Norden. Und warum seid ihr in den Bergen? Das ist jetzt auch was fürs Herz. Also wer jetzt Höhenangst hat, der wird jetzt hier so ein dusch, 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 dusch oder es schlägt im Kopf. Er weiß es nicht. Das Herz beginnt zu rasen. Man schwitzt und auf einmal stellt es sich ein. Laura, hat dein Herz gehüpft? Hilfreich sollen hierbei übrigens Selbstgespräche sein. Sie wirken beruhigend und lenken ab. Auf gar keinen Fall würde hier jetzt helfen, wie auch unsere Archivbilder von 2013 beweisen. Jetzt abwärts mit dem Allgäu und mit Füßen und mit uns. Wir haben noch einiges vor uns, vor allem Sascha. Mein Herz schlug für den Berg. Was hat dein Herz gerade gemacht? Vielleicht hilft in diesem Fall aber auch einfach wieder Musik. Ich möchte mein Herz klopfen, Herrn, für das brauche mir Kollatern.
Schon bis zu 15 Minuten Singen oder Trällern reichen aus, um unser Herz-Kreislauf-System so richtig auf Trab zu bringen. Die Atmung intensiviert sich und unser Körper wird besser mit Sauerstoff versorgt. Und vor allem... Macht Spaß! Und ihr nie wollt die anderen betrachten. Oh, ja. Schöner würde die anderen, die am Himmel droben wandern. Darum mach mir Chor, ich will mein Herz schlagen. Wenn du willst, dann lösch ich's aus. Herz, Bubi! Laut einer Studie wandern Deutsche mit 37% am liebsten mit dem Partner. Mein Herz schlägt für 25 verheiratete Wanderjahre. Wer noch keinen Partner gefunden hat, der wird ja vielleicht unter 444 Gleichgesinnten noch fündig. You look so peaceful while you rest. Shaking some sad hand, hoping for the best. Every day I come to... Der Ruf meines Herzens von der Monika. Und Bayern erhört den Ruf des Herzens. Herz schlägt für Bayern. Und der König. Der König schenkt ihm ein Herz. Sein Herz. Wenn man dann noch auf Französisch einstimmt, hüpft das Herzl im Quadrat. Lasst es mal auf euch wirken. Die Übersetzung folgt gleich. On a rencontré beaucoup de gens avec un grand cœur et c'est avec beaucoup de motivation qu'on est ici. Was in Langue des Seine romantisch klingt, bekommt man aber auch auf Deutsch liebevoll betont hin. Mein Herz schlägt für das gemeinsame Laufen einfach zusammen. Wie man durchs Leben geht, so kann man auch gemeinsam den Wanderweg schreiben. Haben hier sehr viele Leute mit einem guten, großen Herzen kennengelernt. Alles freundlich und herzlich hier. Nichts schüttet in deinem Körper so viel Stresshormon Cortisol aus, wie ein gestohlenes und gebrochenes Herz. Auch die Mächtigen der Welt sind vor Herzkummer keinesfalls sicher. Mein König. Aber das Herz nehme ich wieder mit. Daher, passe auf, wem du dein Herz schenkst und verspiele es nicht leichtfertig. Unser Herz schlägt für Mittenwald. Und, na kommt, da ist doch noch ein bisschen mehr Liebe in euch drin. Und an FC Bayern. Die Holzfällung haben wir ausgesetzt. Auf jeden Fall schlägt das Herz noch und das ist die Hauptsache bei der Tour. Sind es wirklich herzlose Zeiten, auf denen wir seit Jahren zusteuern? Vielleicht sollten wir dagegen steuern und mehr Herz in Gesellschaft und Politik wagen. Mal schauen, wie viel Herz noch in diesem G7-Saft steckt. Frau Merkel, Herr Putin, Mr. Cameron, ja, gehen Sie! Make love, not war. Für mehr Frieden in der Welt, mit dem Herz aus dem Karwendel. C'est top, c'est genial, merci. Wisst ihr, was dem Herz gut tut, wenn man ganz vorne wegwandert bei den 24 Stunden von Bayern? Die ganze frische Luft, weil sonst wird die Luft ja immer abgebremst von den vor dir Wandernden. Mag sein, dass die Luft vorneweg besser ist, aber das Ganze ist auch ziemlich einsam. Studien belegen zudem, dass bei Einsamkeit und sozialer Isolation das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Daher lieber so. Ich fühle mein Herz schlagen! Ich spüre mein Herz klopfen, so schön ist hier. Ja, so sahen noch ausgeruhte Gesichter aus. Und nun? 6 bis 8 Stunden sollte ein Erwachsener schon regelmäßig schlafen, damit sich unter anderem das Herz regenerieren kann. Na gut, machen wir heute mal eine Ausnahme. Ein harter Kampf hat dich in zwei geschlagen, von ihr gerissen war die Südtirol. Mein Herz schlägt für Gründe. Melodien.
für das Herz. Spürst du deinen Herzschlag? Das Herz pumpt wie verrückt, treibt uns hier hoch, völliger Flow-Zustand. Hat Umdrehung, aber wir schaffen das. Wir haben jetzt noch 10 Kilometer. Auch wenn dein Herz 24 Stunden durchgearbeitet hat und eine Wahnsinnsleistung erbringt, sind es auch andere Körperteile, die mitgearbeitet haben und am Ende eure Pflege benötigen. Das Beste kommt zum Schluss. Herzen sind geschafft, dieses Herz hat es geschafft und dafür hat es von uns jetzt einen Freiflug verdient. 3, 2, 1, ich höre dein Herz schlagen! Ich danke euch, ihr seid großartig. Also ich glaube, mein Herz schlägt ganz gesund für mich selbst, also naja, sonst würde ich hier nicht wandern. Pfizer hatte damit jetzt übrigens nichts zu tun, Bayer auch nicht. Das wird heute nichts. Ja, wieder deine Liebe nicht. Remercie toute l'organisation. C'est top, c'est génial. Wir möchten uns bei allen Organisatoren und allen bedanken für den schönen Tag, den wir hier erleben dürfen. Let's go. Also ich bin der Bernhard Rieger aus Wolga und ich bin hier im oberen Isartal bekannt für meine schräge und moderne, aber auch traditionelle Kunst. Hat 2007 die Idee gehabt für das Alpenkultquadrat. Das ist ein Herz, das in Altholz eingearbeitet ist und mit kracherten und bunten Wollfilz veredelt wird. Und dieses Herz haben wir 2014 losgeschickt auf eine große Reise. Wir lassen es um die Welt klopfen. Und da heute die 24-Stunden-Wanderung bei uns im oberen Isartal eben die Wanderung startet, haben wir gesagt, warum nicht mal die eigene Heimat erkunden und schicken dieses Herz jetzt heute mit auf die Wanderung.